Ah ja. Dann können meine Goblins schon mal die Tür hier drüben einhauen. Ein Schurke wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Schurke, keinen Platz zum Schlafen, ändern wir mal. So. Giftfallen und Türen. Er erbeutet eine Werkstatt. Ja, ich denke mal hier eine Sentry Trap. Ich glaube, davon haben wir eine. Giftfalle. Türen hier und hier so. Ich denke mal, was haben wir denn hier noch alles? Giftfallen, Barrikaden. Eigentlich das meiste nützt uns nicht wirklich, was jetzt hier in der Mission hier sei, ist nämlich so eng und verwinkelt. Okay, hier können wir nichts hinsetzen, weil wir da noch nicht richtig sehen, was hier ist. Jetzt sehen wir es erst. So, dann können wir hier nämlich die Hühner... Na, die Idee war doch noch nicht ganz so gut, wieder verkaufen. Hier ist nämlich noch das Heldentor. Das sollten wir erst noch meiden. Erstmal sollten wir uns in diese Richtung vorbuddeln. Zum Gefängnis vor allem Ding. So aufgebaut ist eigentlich alles. Können wir eigentlich auch hier? Nö, hier können wir nichts platzieren, schade. Ein Schurke ärgert sich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Was? Jetzt ärgert er sich auch noch? Eure Geschöpfe wurden glücklich gemacht. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Sehr schön. Verkaufen wir noch etwas mehr, so. Schon wieder eine Giftfalle im Weg. Ach nee, das ist unsere eigene, ups. Ja. Tschüss. Baut eine größere Hühnerfarm, damit eure Geschöpfe immer gut genährt sind. Hier haben wir noch etwas Gold, dann können wir uns da... Ach, graben wir uns am besten da drüber hin. Kaufen wir hier die beiden noch so. Hier können wir uns nämlich über Wasser graben, das ist billiger. So. Ich bin fast meinen, meine Lebens schaffen nichts. Und uns als nächstes den Kerker. Dann gucken wir mal, ist hier ein Weg durch? Ja, hier ist eine Tür im Weg. Da sind auch Brücken. Also da durchkommen, das könnte dann auch lustig werden. Das ist jetzt aber eine gegnerische Minenfalle. So. Da geht's dann zum Big Boss, würde ich sagen. Deswegen graben wir uns jetzt erstmal zum Gefängnis.
Zum Glück ist es hier jetzt stiller geworden. Das hat mich auf Dauer echt genervt. Warum müssen hier unbedingt zwei dunkle Elfen eingesperrt sein? Können es nicht zwei, sagt's mir, Skelette sein? So, eine Heilung. Und dann hier mal ein Marschbefehl los. Ihr braucht einen Kerker, um Gegner sicher zu verwahren. So, dann erobern wir mal den Kerker. Ein Geschöpf verhungert in eurem Kerker. So. Wo ist die Fahne? Die können wir aufheben und mal. Nein, da können wir sie nicht absetzen. Schade. Doch, hätten wir absetzen können. So. Steckt mal die Gegner in den Kerker rein. Das ist gut. Ihr erbeutet eine Brücke. Die Brücke gehört jetzt mir. Dann kann ich hier drumherum bauen. Geld. Eure Goldvorräte haben sich vergrößert. Geld. Eure Goldvorräte haben sich vergrößert. Eure Schatzkammer ist zu klein. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Euer Kerker ist zu klein. Kerker ist mir egal. So, Fahne weg. Fahne hier hin. Eine hätte gereicht, jetzt habe ich mein ganzes Mana verballert. War das etwa der Riese? Nee, das war leider nicht der Riese. Ach, hier ist das gegnerische Dungeon-Herz. Das war irgendein Riese. Ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Einige eurer Geschöpfe kommen nicht zu der Flagge, an der ihr sie zusammengerufen habt. So. Die Flagge brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr gerade. Sollten wir erstmal die Gegner hier sterben lassen und zu Skeletten werden lassen. Und die Skelette sollten wir mal die Tür aufmachen. Los. Und jetzt könnt ihr trainieren gehen. So. Jetzt habe ich mein Skelettmaximum erreicht. Das ist annehmbar. Was auch immer das hier gerade abgeht. Ich glaube, hier sind eiserne Jungfrauen drin. Ja, Tatsache. Eine schwarze Elfe wurde unglücklich, weil sie nichts zu essen hat. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Eine schwarze Elfe wurde unglücklich, weil sie nichts zu essen hat. Eure Geschöpfe brauchen einen größeren Trainingsraum. Ihr erbeutet eine Folterkammer. Baut eine größere Hühnerfarm, damit eure Geschöpfe immer gut genährt sind. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. So, jetzt gehören die eisernen Jungfrauen auch mir. Jetzt kann ich mir mal die ganze Kreaturenschaft, die ich habe, schnappen.
und sie hier absetzen. Ja, dann prügelt sie nämlich den mal tot. Eine verlorene Seele ist in euren Dungeon gekommen. Oh nein, sie ist gerade wieder rausgerannt. Ja. So was musste ja jetzt kommen. Gut. Einige eurer Geschöpfe kommen nicht zu der Flagge, an der ihr sie zusammengerufen habt. Es ist zahlbar. Raum einnehmen, schnell. Ihr erwolltet eine Hühnerfarm. So. Der Turm heilen. Brücke vergrößern. So. Imps beschwören, die meine Verwundeten abholen. So. Ihr erbeutet eine Brücke. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. So, nun hier noch durch. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. So, das war's eigentlich. Wie sie sich da tummeln da drin. Heilt alle Geschöpfe, kleine Geldspende, bringt alle Geschöpfe eine Stufe höher, das ist so ziemlich das Wichtigste, was ich brauche. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr hier durch. Ich kann direkt über das gegnerische Dungeon-Herz zum Gegner. Aber ich nehme trotzdem noch für alle Fälle diesen Raum. Eine schwarze Elfe wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Ja, ist schon recht. Die sind alle fleißig am Trainieren. Ihr erbeutet eine Bibliothek. Gut. Kleine Geldspende. Eure Goldvorräte haben sich vergrößert. Alle Geschöpfe heilen. Alle Geschöpfe wurden geheilt. Dann schnappe ich mir mal alle meine Geschöpfe. Haben neue Erfahrungen gemacht. Eure Schatzkammer ist zu klein. Setze sie hier ab. Ja, ja. In Dungeon Keeper gibt's keine Taktik. In Dungeon Keeper gibt's nur alles draufhetzen. Los geht's. Oh, was für ein Gedrängel. Finsteren Pläne werden niemals gelingen, solange ich noch atme. Sehr schön. Verhaut ihn. Euer Kerker ist zu klein. Und das war's auch schon mit ihm. Was mit Hornig? Gut gemacht, Keeper. Selbst Horny war beeindruckt von eurem Sieg. Ihr habt eine große Armee aus den verschiedensten Geschöpfen zusammengeschweißt und eure beschränkten Ressourcen gut eingesetzt. Ja. Dankeschön. So. Die Ländereien um Burg Schimmerlich sind seit neuestem das Objekt der Begierde, das die Augen der Keeperin Morgana zum Glänzen bringt.
Wir sollten diesen Kampf intensiv beobachten. Der Ausgang könnte recht interessant sein. Ja. Nein, das machen wir dann in der nächsten Folge, beim nächsten Mal. Bis dann, Leute.